Okay, ich glaube, wir haben Level 1 geschafft. Ich wollte die Sonnenblume haben. Ja, echt ein großes Bett. Danke. 3 Uhr morgens? Bist du denn deppert? Oder AM? Nee, PM war morgens, dann ist das mittags. Nee, warte. Wie haben das mit den Uhrzeiten nochmal funktioniert? Wer nutzt eigentlich AM und PM? Du hast da eh digitale Zahlen an. Machst doch einfach mehr wie 12. Du kannst auch weiter wie 12 zählen. Kannst du nicht normale Zeiten nehmen? Ist ja morgen. Ja, 3 Uhr morgens. Danke. Hier irgendwas klauen? Ich habe zu viele Adventures gespielt. Du musst mir alles looten. Alles meins. Nimm mit. Kannst du vielleicht irgendwann brauchen, weil ich muss ja irgendwann Dokumente. Nicht gerechnet? War das alles angeklickt? Oh. Der ist aber nicht TÜV geprüft. Der funktioniert nur einmal ganz kurz. Das sollte so nicht sein. Kann ich einstempeln? Kann ich mich irgendwo einstempeln? Ich bin vorhanden. Ich möchte auch bezahlt werden, wenn ich arbeite. Bin ich eigentlich. Ist das mein Arbeitsplatz? Oder bin ich einfach nur im Labor? Ich hab nicht aufgepasst. Ich glaube, ich bin im Labor. Ich muss nicht arbeiten. Ja, das ist total bescheuert. Du hast doch eine digitale Uhr. Da kannst du doch mehr wie 12 zählen. Ich will einen Stift klauen. Der ist nicht angetackert. Der ist angekettet. Ich nehme den mit. Ich will alles antackern. Aber ich kann nichts benutzen. Ich darf nichts mitnehmen. Das finde ich furchtbar. Labor? Hotel. Wir sind in den Backrooms gelandet. Ein bisschen Müll ruft. Der Feueralarm funktioniert gar nicht. Some doors are best left closed. Nein, da bin ich der gegenteiliger Meinung. Ich will wissen, was hinter den Türen ist. Ich mag es nicht, wenn Türen zu sind. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein weirdes Ding bei mir. Ich mag es nicht, wenn Türen zu sind. Ich habe mir es, wenn alle Türen offen sind. Könnte hier jemand hinter der zuen Tür stehen? Kann nichts nutzen. Ich kann wirklich nur ganz spezifische Sachen. Ich kann die Tür klauen. Geht's hier weiter? Ich glaube, hier geht's weiter. Dann will ich da noch nicht lang gehen. Wie soll ich die Zahl merken? 807. Ich glaube, da passe ich nicht durch. Wie programmiert man sowas? Das ist ja voll fancy. Lul. Da wüsste ich gerne, wie der Trick geht. Wenn ich alle Knöpfe runterdrücke, vielleicht passiert da was. Vielleicht kriege ich ein Achievement. Kann auch kein Bild mitnehmen. Alle Feuerlöscher benutzen. Und alle Feueralarme loslösen. Irgendwas kann ich immerhin andrücken. Das bisschen, was ich andrücken kann, wird angedrückt. Oh, lol. Das sieht aus wie so ein weiter Weg. Da ist noch eine Tür. Oh, bunk. Hey, das ist so trippy. Null. Okay, hier geht's weiter. Aber da hinten ging es ja auch noch weiter. Hier gibt's so viel. Hey, wer auch immer das texturiert hat. Hut ab. Das ist auch so ein. Das war bestimmt ein Frustding, bis das hier funktioniert hat, das zu texturieren. Ist ja noch ein Exit. Oh. Ist zeitweilig versetzt. Okay. Ich nehme meine Komforttür mit. Vielleicht brauche ich die ja. Wenn er tröstet sie mich. Ich bin immerhin bewaffnet. Ich habe irgendwas. Oh, ich darf die nicht hier mitnehmen. Gut, dann halt nicht. Feuerlöcher sind alle nicht TÜV geprüft. Ich glaube, Türen brauche ich gar nicht mehr zu testen. Ich drücke da wie im Wahnsinn ja drauf. Es passiert nichts. Was ist das? Die Lüftung. Ist der Aquarienfilter. Hier, das mit dem Hut da oben. Ich kann euch sehen.
Kann ich irgendwo höher? Nee, das ist schon recht hoch. Ich drüber springen? Einfach so YOLO? Ich kann nichts nutzen, damit ich drüber komme. Kann ich die hier nutzen? Kann ich das hier nutzen? Ich kann hier nichts benutzen. Kann ich da reinsetzen? Lüftung? Ich kriege durch die Lüftung. Das kann ich nutzen. Dass man nur spezifische Sachen nutzen kann, das ist so komisch. Jetzt spoilern. Ja. Boah, ist größer. Dann kann ich das hier dann drauf? Da habe ich eine Rampe. Vielleicht soll ich ein bisschen größer denken. Ich brauche eine größere Rampe. Reicht das? Na, fast. So. Hui. Da kann ich auch hoch. Gibt's da was? Nur, dass die Musik weg ist? Gibt's da was zu gucken? Da ist ein Koffer, aber es ist wahrscheinlich nichts, was ich... Ich will wissen, was da ist. Guck mal hier. Das kann ich auch nehmen. Eben ging es doch nicht. Ich muss vielleicht auch darüber. Da ist ja noch eine Leiter, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, ein Radio. Ich muss wieder mal. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Danke, das beruhigt mich. Wir haben keinen Plan, bist aber nicht schlimm, wir suchen trotzdem. Sehr beruhigend. Jetzt habe ich das Ding falsch angefasst. Ich will da trotzdem. Na. Kann ich mir keine Brücke bauen? Ich weiter zurückgehe. Reicht das? Nicht umfallen? Yay, ich hab's geschafft! Ah, super, aber hier ist nichts. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas ist. Ich mag es auch nicht, dass die Musik weg ist. Das stresst mich. Okay, wir gehen da weiter. Da, wo wir offen. Ich hoffe immer, irgendwie noch ein Geheimnis zu finden, wenn wir das machen, was wir nicht sollen. Hier weiter? Aber links oder rechts? Gleicher Raum, oder? Ja. Okay, da oben geht's dann weiter. Das kann ich wieder nicht nehmen. Können die mal konstant bleiben, wenn man eine Sache nicht nehmen kann? Oh lol. Es ist ein Würfel. Ja? Ja? Nee? Gleich? Gleich? Oh lol! Es ist wirklich ein Würfel geworden. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen an dem Zeug. Ich kann doch nichts zum Trinken mitnehmen. Wieso gibt es auch überhaupt hier so viel zu trinken, aber nichts zu essen? Ich hatte ein Stück Käse. Das macht auch nicht wirklich satt. So ein einzelnes Stück Käse ist zu hoch. Habe ich das? Ja, das soll reichen. Nice. Okay. Ah, hier ist wieder irgendwas versteckt. Hier haben wir noch einen Würfel. Da fehlt aber irgendwie eine Blume. Da oben schon eine Blume hin oder so. Ah, da. Da ist die Blume. Ah, und da ist die Blume.
Danke. Ich habe jetzt hochgemacht. Da ist eine Treppe. Bisschen krude, aber egal. Das reicht ja. Danke. Eins Exit. Ja. Ja, das passt noch nicht so ganz. Die Tür ist ein bisschen schief. Vielleicht von oben gucken. Kann ich mir meine Treppe wieder mitnehmen? Aber vorher? Treppe, ich brauche dich mal kurz. Ich gehe erstmal hier. In der Hoffnung, was zu finden. Koffer kann ich auch nicht aufmachen. Nee, hier ist so viel Zeug drin. Ich kann nichts aufmachen. Nervt mich ein bisschen. Ich bin nur neugierig. Ich will wissen, was in den Koffern ist. Ich kann ja irgendwas haben, was benutzen. Ein Zellraum? Ja. Perspektive ist Realität. Ah, da ist erst der Tür. Oh, das ist meine. Ah. Oh lol. Ey, das ist so freaky, das Game. Nehmen wir mal die Exit-Tür wieder rein. Naja, hat nicht funktioniert. Hier muss ich wieder weg. Achso. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'm just popping in to give you a quick update Hello. On where you are. We still don't know. But please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Vielen Dank, aber auch eine Frage. Das ist ein Kassettenrekorder. Das ist kein Walkie-Talkie oder ein Telefon oder so. Das ist ja schon aufgenommen irgendwann mal. Wie hängt das zusammen? Das ist ja eh in unserem Träumen drin. Das muss ja eh nicht viel Sinn ergeben. Aber es ist trotzdem weird, dass das ein Kassettenrekorder ist und kein Telefon. Es ist ja dann nicht zur gleichen Zeit. Es ist ja dann... Der hat aufs Band früher aufgenommen, dass er uns verloren hat. Und das hören wir jetzt? Sind wir immer noch verloren oder wurde uns gefunden? Es ist irgendwie das ist zeitlich, das funktioniert aber irgendwie gar nicht so richtig. Aber es ist auch wieder ein Traum. Das ist ja wie das geht ja ums luzide Träumen. Träume sind weird. Eine Amnesie. Ja, aber wieso? Ja, wieso sind aber die Dinger hier aufgenommen? Sind wir immer noch verloren? Der hat echt wahrscheinlich richtig fiese Kopfschmerzen, der Junge. Ich habe auf jeden Fall gerade Kopfschmerzen. Das passt nicht. Ich muss da hoch. Komplett mit Fensterrahmen und allem. Ich weiß nicht, in einem Notfallprotokoll würde ich auch nicht sagen, wir haben dich verloren, aber wir werden dich schon finden, YOLO. Würde ich vielleicht einem nicht so direkt sagen. Ich weiß nicht. Was kann ich denn nutzen? Was kann ich anfassen? Oder so noch ein Würfel. So, dass mit den Pipes kriege ich ja garantiert nicht hin. Aber den Würfel. Weil ich nehme den auf der kürzeren. Nicht so hohen Stelle. Ey! Wieder hoch. Aber das ganze Spiel ist halt weird. Sag ich Antennen? Dann habe ich das falsch gelesen. Das bin ich komplett verwirrt. Aber Antennen macht ja noch weniger Sinn für mich, finde ich. Die Aufnahmen. Wir sind ja in so einem Schlaflabor oder irgendwie sowas. Ich bin einfach verwirrt. Ja, man müsste die Kassetten nicht finden. Hello,
My name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Na, ich würde auch noch versuchen, irgendwie so einen Sinn dahinter zu kriegen, dass das Radios sind. Das ist ja schon vorher aufgenommen. Aber die sind ja eh schon, die Kassetten sind ja eh schon drin. Die hat ja jemand hier platziert, damit er uns Infos gibt. Aber wieso sagt er uns ständig, dass er uns verloren hat? Das verwirrt mich. Das macht mir Sorge. Ich meine, er weiß ja, wo wir sind. Er sagt ja, hier sind Fahrstühle. Also weiß er ja den Ort, wo wir sind, weil er weiß, hier sind die Fahrstühle. Und dann weiß er nicht, wo wir sind. Wir sind da, wo die Fahrstühle sind, wo du gerade gesagt hast. Das macht nicht so viel. Wollte ich gerade das Schild hier nehmen. Kann ich mit dem Schild irgendwie Blödsinn machen? Ich lasse es runterfallen. Hui! Das war sehr unspektakulär. Hui! Oh Mensch! Lass es runterfallen. Das fällt immer nach ganz hinten, das will ich nicht. Ja, man kann ja ein Bild nehmen. Schöne Pressspanplatte. Ich ja links oder rechts vorbei? Nee. Ja, nur sich paar Wand. Durch. Und nun bin ich hier. Kann ich irgendwas anfassen? Einfach bitte durch die Gegend kicken, bis irgendwas funktioniert. Ach, da oben. Kann ich da oben was anfassen? Nee. Oder muss ich eventuell hin? Muss ich nur finden? Mit was? Was kann ich in diesem Raum benutzen? A few moments later. Ducken ging nicht. LOL. Man kann ja nur durch ein offenes Fenster erreichen. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Ich hab das Stück Wand gefunden. Ich will das schöner in das Loch machen. So wie sie es gehört. Nein, nicht ganz. Okay. Eine Dose und ein Käse. Eigentlich beides. Ich kann Käse und so mitnehmen. Ich nehme die Soda-Dose mit. Ah, hier ist der Fahrstuhl. Geh nicht verloren. Aber was ist, wenn ein Feuer im Aufzug? Bier auf 5, okay, dann nicht. 5 Euro pro Bier. Nee, danke. Normale Person, 3 bis 5 Träume, da unten trifft mich die Stiefschwester. Okay. Nee, Sister in Law die Stiefschwester? Oh, jetzt ist schon zu spät, jetzt habe ich ja. Wird dann alles größer? Wahrscheinlich wird einfach alles größer.